destined for your touch, and the way you move, you hypnotize me with your lips. You've got me losing control, waiting on you to make your move. It's all on you, baby, to make your move. It's all on you, baby. Hallöchen Leute, ich hoffe, das klappt alles, wie ich mir das vorgestellt habe. Das klappt ja schon mal gut, dass ich mich hier fünfmal höre, weil ich habe sowas noch nie gemacht, also seht es mir nach, wenn es nicht funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, seht es mir nach, dann müsst ihr alle zu Noobs rübergehen. Ich glaube, der kommt jetzt gleich auch online, aber das ist jetzt gerade, was ich hier mache, absolutes Neuland für mich.
Und ja, man konnte das nicht testen, ne? Also das ist so ähnlich, wie ihr das eigentlich schon kennt, dass jemand einen Livestream auffängt und ihn nur moderieren kann. Also man kann nicht eingreifen und gar nichts. Und das ist von vielen, die sich da gemeldet haben, auch noch nie so gemacht worden. Ich bin mal gespannt, ob das bei mir funktioniert. Aber ja, einmal ist immer das erste Mal, ne? Dankeschön, Luis, für die Verfolgung. Willkommen im Kanal. Ja, ich habe noch mal kurz umgeschaltet. Also noch haben wir etwas Bestimmtes noch nicht. Also es gibt noch kein Bild. Es gibt noch kein Bild. Ich meine, ihr habt ein Bild, ja. Ihr habt schon Bild, aber ich habe noch kein Bild. Bin mal gespannt, wann ich Bild bekomme. Ich hoffe, ihr seid aber trotzdem genauso gehypt auf das Nachtdorf 2.0. Ich bin ganz ehrlich, ich darf es eigentlich gar keinen verraten. Ich spiele das ganz schön häufig.
So you don't know what you're doing, and the walls are closing in. Just remember where we're going, and remember where we've been.
two in the morning. But you don't wanna talk, you don't wanna bother. Yeah, so I took another shot, let my brain do the walking. I don't wanna be a friend, I want something real. Maybe if I stay the night, you could feel the same. And maybe if you treat me right, we could rearrange. But I'm not even gonna try if you don't wanna stay. So how's it gonna be? You got me on my knees. I don't need no roses.
Hallo Leute, ich hoffe, ihr seht jetzt genau das, was ich gerade so sehe. Ich muss das mal eben leiser machen, glaube ich, hier. So. Jo, das ist nämlich ein Clean Feed. Ich habe das auch noch nie so gemacht, Leute. Und deswegen seht es mir nach, wenn vielleicht irgendwas nicht so dolle funktioniert. Aber ich hoffe, ihr hört und seht mich noch nicht, ja. Aber wir wollen uns ja, ich weiß gar nicht, ob die anderen das immer zeigen, aber ich denke mal schon, dass es hier losgeht, beziehungsweise, nee, es geht noch nicht los. Doch, es geht schon los, es wird schon gebattelt, okay. Das ist der Darien hier und ja, ihr seht den Clean Feed eigentlich. Den sehe ich leider ja noch nicht oder beziehungsweise doch ein bisschen verspätet. Ah, okay, da kommt er. Alles klar, so läuft das hier mit dem Clean Feed. Okay, so. Sie blenden immer nur, ich muss euch das ein bisschen erklären. Ich darf unten die Kamera einblenden, weil eigentlich haben sie gesagt, dass sie nur zu Anfang und zu Ende das Ergebnis hier bringen. Aber das, was hier auf jeden Fall losgeht, ist Battle Darien gegen den Judo. Wilderhold 10. Ja, Darien hat nicht geübt, habe ich gesehen. Der hat nämlich World of Warcraft die letzten Nächte gespielt. Und hat hier nicht wirklich geübt, aber ich denke mal, die können auch so ein bisschen Clash of Clans spielen. Okay, jetzt kann ich hier unten meine Kamera einblenden. Denke ich mal. Habe ich gedacht, ich könnte es machen. Es ist aber, glaube ich, nicht so. Die sind live, ja. Sind die live? Oder haben die das aufgenommen? Nee, die sind live. Die sind live. Allerdings ist das auch ganz schön verzögert, muss ich sagen. Das Live sein live hier und deswegen ja, habe ich eigentlich gedacht, dass ich meine Kamera hier reinbekomme. Wir durften nämlich unsere mit reinnehmen, aber das ist live und das sind schon mal ja ganz schön viele Sterne. Ganz schön viele Sterne im unteren, in der ersten Stage. Und es gibt aber auch ein Gewinnspiel. Ich will das mal eben starten, mal sehen, ob das wenigstens funktioniert. Erstmal wollen wir natürlich eine Vorhersage starten. Und verstanden, dann machen wir hier mal eine Vorhersage auf Twitch, wer wird das gewinnen, und wir starten auch ein Giveaway. Also es gibt eine Merchbox, Leute, bei mir zu gewinnen, und ich hoffe, ich habe das richtig eingerichtet. Ich schaue mal, ob das startet, erstellen und starten, mal sehen, ob das im Chat erscheint. Ja, das erscheint. Ihr braucht nur ein Ticket zu ziehen, es geht um eine Merchbox von Supercell hier und das ist sehr, sehr cool. Live Main Turnier. Ah, da muss ich das Gold machen. Ich glaube, jetzt kriege ich meine Kamera rein. Lass mal gerade gucken. Ah, ne, jetzt kriege ich meine Kamera nicht rein. Alles klar. Okay, wir gehen wieder auf den Battle zurück. Ich kriege meine Kamera hier nicht rein. Alles klar. Das dusselig, beziehungsweise jetzt sehe ich gerade gar nichts, Leute. Ah, okay, jetzt sehe ich da wieder was. Alles klar. Aber ich kriege meine Kamera hier nicht rein. Normalerweise bekomme ich meine Kamera hier mit rein. Und denn hier unten durften wir die einblenden. Da. Aber sie funzt nicht. Ich glaube, ich muss sie über den Clear Screen ziehen, ne? Da ist sie. Da ist sie. Ich muss sie nur über den Clean. Über den machen, okay? So. Jetzt passt es. Ich musste die nur darüber ziehen, ja. Ich muss sie auch so ein bisschen. Das Design hier ist so ein bisschen komisch. Aber okay, ich hab den Kampf jetzt im Blick. Jetzt habe ich es kapiert. Okay, Leute. Jetzt habe ich es kapiert. Aber der Darien hier holt die 200%, Leute. Das ist sehr schön. Und mal sehen, ob ich jetzt gleich meine Kamera an- und ausmachen kann, denn es hieß, das Ergebnis zeigt Supercell immer selber. Nein, es wird ein Time-Fail. Es wird ein Time-Fail. Okay, so, jetzt mache ich meine Kamera aus. Und dann mache ich gleich die Cam wieder rein, wenn die kämpfen. Also es wurde gesagt, sie zeigen das Ergebnis nur am Anfang und am Ende. Also es steht auf jeden Fall 5 Sterne schon mal für die Devs und gar nicht mal so schlecht dafür, dass Darien nur
World of Warcraft gespielt hat die letzten Tage, ist das mal nicht schlecht. Hallo Toto. Jo, ich grüße euch auch alle. Ich winke gleich nochmal. Also löst ein Ticket hier. Mal sehen, ob das mit den Tickets auch funktioniert. Ich konnte es vorher nicht testen, aber es funktioniert noch nicht. Ihr habt noch kein Ticket gezogen. Und mit Ausrufezeichen, eigentlich tatsächlich Ausrufezeichen Ticket oder Ausrufezeichen Enter, kauft man ein Ticket. Kauft mal eins. Habt ihr noch keins gekauft? Ausrufezeichen Ticket. Ich kaufe jetzt mal keins. Ja, jetzt gibt es Tickets, die gekauft wurden. Jawohl, Gizmo hat ein Ticket gekauft. Perfekt. Alles klar, das klappt auf jeden Fall. Super Leute, das klappt auf jeden Fall. Unten steht noch das Ergebnis. Ich schalte meine Webcam rein, wenn da unten das Bildchen von den anderen kommt. Judas Lot gegen Alex. Jetzt kommt meine Webcam mit rein. Ja, jetzt klappt's doch auch. Hallo alle, jetzt klappt's doch auch. Okay, Judo ist natürlich einer, der kann's. Der kann's, ganz klar. Aber ich weiß, wer ganz, ganz viel geübt hat, Leute. Judas Lot, Ezo und der, wie heißt er, Blanco Branco, von dem ich auch meine Page habe oder meine Base habe, sind hier heute am Start gegen die Devs. Und könnt die Kamera noch so ein bisschen, so ein kleines bisschen rüberziehen, glaube ich. So, wir konnten das nicht so wirklich üben, aber ich glaube, so geht es, weil das ist ein bisschen schräg hier. Was Supercell da hier unten mit dem Design gemacht hat, ist nicht ganz kameratreu. Aber so geht's, glaube ich, ne? Mal sehen, was der Judo sich einfallen lassen hat. Und ja, die Babydrachen sind unheimlich stark. Hexe noch mit da. Also im Moment ist das Nachtdorf 2.0 wirklich so ein Quermix, ne? So ein richtiger Quermix zwischen vielen, vielen Truppen. Und was du damit machen kannst, also du kannst Barbaren nutzen, du kannst die Schleichschützen nutzen, ihr seht das hier, ihr könnt die Nachthexe nutzen, Ballon, das ist alles mit dabei, Bomber, Päcker, aber er hat die Kampfmaschine schon verloren, jetzt in der ersten Stage, das ist nicht uninteressant, er hat jetzt aber gleich die andere Kampfmaschine in der zweiten Stage, das haben wir mittlerweile auch gelernt, wir müssen ja auch die Builderbase erstmal ein bisschen besser kennenlernen, aber ich habe schon tolle Sachen gesehen, ich habe die Tage ja zu Finn rüber geredet und der Cabo und Finn hat er ja sein eigenes kleines Turnier gespielt. Das fand ich richtig, richtig gut. Ich habe das auch schon hinbekommen. Im Hintergrund mit Excel, mit einer Tabelle, die man reinschalten kann. Also richtig krasses Ding hier. Aber Judo holt hier die 3 Sterne. Erstmal in der ersten Stage. Hat jetzt aber auch nur noch einen Ballon und einen Babydrachen. Nicht mehr zündbar. Beides nicht mehr zündbar. Und muss jetzt mit der anderen Kampfmaschine rein. Ich glaube, das wäre ein bisschen wenig Prozent. Ihr braucht übrigens nur ein Ticket 10. Also Ausrufezeichen Ticket oder Ausrufezeichen Enter, wenn ihr noch nicht dabei seid. Und damit könnt ihr... Achso, okay, die angepinnte Nachricht ist auch da, alles klar. Ich bleibe auch ein paar Sekunden länger hier noch für euch, um das Ganze auszulosen. Ich werde euch auch dann erklären, wie ihr das Ganze bekommen könnt. Und denn der Weg ist etwas schwieriger, aber die Merchbox ist ganz nett. Ich wollte erst noch ein Foto für euch mit einblenden, aber ist richtig viel drin, kann ich euch sagen. Also das ist eine Box, die ich auch gerne hätte, muss ich ganz klar sagen. Aber vielleicht kriegen wir ja eine, weiß man nicht. Aber okay, mit verminderten Truppen muss er jetzt rein, aber die Pros wissen auch genau, wo man welche Truppe hier sinnvoll einsetzt. Also auf 35 ist die doch schon ein bisschen stärker als die auf 15. Denn wer Bilderhall 9 war und Bilderhall 10 gewesen ist, der hatte ja auf 15 Minimum. Und ich denke aber trotzdem, dass er... Ja, es wird schwierig. Es wird schwierig. Ist der Drachen denn eigentlich jetzt da? Behindert ihn die Maschine da nicht so wirklich? Aber er muss auch die Tonne erstmal schaffen. Hat aber noch eine Minute Zeit und ihr seht, wie weit der mit den verminderten Truppen hier kommt. Und die macht dann auch schon, ja, man möchte sie gern zünden, aber er lässt sich noch ein bisschen Zeit damit. Perfekt. Sehr, sehr cool. Aber so passt das jetzt, glaube ich, Leute, oder? Nicht, dass irgendwas zu laut oder zu leise ist. Wir können auch Ingame-Sound hören.
Das geht auch, wenn ihr das gerne mögt, dann mache ich die alte Mucke hier aus, dann hört das Ingame-Gequatsche. Aber ich denke mal, so ist es ganz gut. Soll man von dem Livestream keinen Ton hören? Doch, man kann auch Ton hören. Wie gesagt, ich kann euch den Ton anmachen, dann hört ihr aber auch beides. Das Gequatsche von denen und 200% von Euro. Okay. 6,5. 6,5 für die Kreatoren. Doch, das, also ich kann es euch auch einschalten, denn dieser Clean Feed hier ist ein Clean Feed des Live-Videos von YouTube. Ja? Und ich hatte auch eben erst Sorge, dass ich den hier nicht so 16:9 reinkriege. Ich musste hier in OBS ganz schön tricksen, kann ich euch sagen. Aber ich kann auch den Originalton anmachen oder Mucke aus, den Originalton an. Das ist immer verschieden. Ich habe das halt auch noch nie gemacht, Mensch. Leute, seht es mir nach. Seht es mir nach. Okay, es gibt erst 3 Mitspieler. Tolle Wurst, Sparkling, Gizmo und Kevin. Will keiner mehr mitspielen hier? Kein Mensch will mehr mitspielen? Okay. Oder soll ich das Ticket vielleicht ziehen? Sonst ziehe ich noch ein Ticket. Mal gucken, ob ich ein Ticket ziehen kann. Ob ich ein Ticket ziehen kann. Ja, ich kann auch mitmachen, Edgemann. Edgemann, ich kann auch ein Ticket ziehen. Ich kann nur nicht an der Vorhersage teilnehmen. Aber okay, wenn ihr nicht wollt, dann teilen die sich das Ticket hier. Okay, der Alex ist am Start. Gegen den Burak-Hießer. Ja, Burak-Hießer. Okay. Passt so, ja. Aber wie gesagt, man könnte auch von dem Livestream-Ton hören, dann hört ihr allerdings den Livestream von YouTube, der ist sowieso nochmal verzögert. Und dieses hier ist auch nochmal ultra verzögert. Denn ich habe noch einen anderen Stream an. Und da ist das, ja, da ist das auch nochmal verzögert. Also verzögert auf verzögert auf verzögert. Wir sind heute abends übrigens auch nochmal online, also für die Stammzuschauer hier. Ich komme natürlich heute Abend auch nochmal online, denn 15 Uhr ist nicht so wirklich meine Zeit, aber ich wollte das mal so ein bisschen in Anspruch nehmen hier, wenn Supercell uns schon was Cooles anbietet hier, also auch uns kleineren Kreatoren, dann ist das schon sehr, sehr cool. Dann nimmt man das gerne mit, um vielleicht noch so einen kleinen Fuß in der Tür zu haben. Aber schön gemacht hier von Alex und ihr seht, die Devs sind gar nicht mal so schlecht. Die Devs sind gar nicht mal so schlecht. Ich staune wirklich. Ich staune wirklich. Witzigerweise ist ja auch unser guter Itzu dabei. Und Itzu hat gestern Abend noch im Livestream gesagt, nö, morgen habe ich nichts vor. Ich mache morgen was mit der Familie. Ja. Ja. Voila die Waldfee. 1, 2, 3, 4 Truppen noch über. Das ist cool. Nur ein Packer verloren und den Hog Rider. Das war schon beeindruckend. Jetzt hat er immer noch 6 Truppen, also quasi gleiche Truppenanzahl wie in der ersten Stage. Kann also nochmal wählen hier. Hat richtig viel überbehalten. Aber ich denke mal, Leute, die Entwickler wissen auch, was sie entwickelt haben. Und oftmals ist es ja so, du kennst deine eigene Base und weißt, wie man sie dreiert. Aber mal sehen. Er schaltet um auf Flugi. Okay. Er nimmt den Flug. Also den Kampfschrauber. Mal sehen, ob er hinten nochmal wechselt. Auf den Packer. Okay. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass man wirklich noch ein bisschen Zeit hat zu überlegen. Aber er überlegt hier nicht lange. Geht hier rein mit den Riesen. Und den Magiern dahinter. Also den Elektro-Feuer-Magiern. So heißen sie, ja. Packer rechts, links. Ah ne, nur ein Packer rechts. Einen anderen Packer hat er ja verloren gehabt. Aber schöne Blasen hier von den Riesen. Und er hat nochmal umgeschaltet unten, glaube ich, so wie ich das eben gesehen habe. Ah, schade. Er hat nicht ganz überlebt, aber Nummer 4 lebt noch. Da muss man, also mit den Nummern, Leute, habt ihr gestern Abend auch gesehen. Bei Itzu war es, glaube ich, auch. Der kam auch ein bisschen durcheinander mit den Nummern. Wer lebt eigentlich noch? Nummer 1, 2, 5 oder, ah ne, 6 lebt noch. Okay, das wird aber jetzt, wenn er sie nochmal zünden kann, die Kampfmaschine, und er wartet richtig lange. Aber
Reicht das? Oh Mann. Oh, das reicht nicht. Oh, das war aber knapp. War aber knapp. Ich hätte nicht so lange gewartet mit dem Zünden. 171%. Sieht aber ganz gut aus. Leute, zieh Ticket. Kartoffelobst ist auch mit dabei. Wunderbar. Und nehmt hier am Merch teil. Circa eine Stunde habt ihr ja Zeit gehabt jetzt. Und ihr habt jetzt, glaube ich, auch abgestimmt, wer hier gewinnt. Nicht ganz so einfach. Aber der 200er am Anfang drückt jetzt natürlich. Keine Frage. Und noch sind die Creator vor. Ganz klar durch den einen 3-Sterne-Angriff von, wem war es eigentlich? Von Judo, ne? Oder war es von Judo? Judo? Ja, von Judo Slot. War von Judo. Da ist er. Ich mache mit meiner Familie einen Urlaub. Ein Ausflug, hat er gesagt. Der Lümmel. Itzu, der Lümmel. Mach einen Ausflug mit meiner Familie. Ja. So sieht das aus. Okay. Burak am Start. Okay, von dem habe ich auch meine Base. Ihr seht, er steht 6-10. Dann kann meine Cam wieder rein. Ja, das Feld hier unten übrigens wurde extra für die Cam markiert. Die passt auch nicht so ganz wirklich rein, weil in OBS kannst du keine Sachen einrichten, die oben und unten ungleich sind. Du kannst halt nur quadratisch irgendwas machen und der Supercell Screen hier ist so ein bisschen gebogen, finde ich aber sehr, sehr schön und auch mit der Kamera oben finde ich es echt cool gemacht. Mal sehen, was der Burak sich hier einfallen lassen hat. Das ist ein Bilderbase-Mensch, glaube ich auch, denn der hat auch schon Bases gebaut und wie gesagt, meine ist auch von ihm. Allerdings habe ich ein bisschen gemogelt, kann ich euch sagen. Ich habe ein bisschen gemogelt, denn ich habe meine einmal gedreht, also so, dass der Gegner nicht gleich erkennt, oh, das ist eine Base von Burak, sondern ich habe sie jetzt einmal gedreht. Und ich werde heute Abend auch wieder heftigst Nachtdorf spielen, kann ich euch sagen. Ich werde heftig Nachtdorf spielen. Aber okay, Burak entscheidet sich erstmal mit dem Kampfschrauber hier loszuziehen. Mit 3 Ballons und 1, 2, 3, 4 mal die Super Minions, beziehungsweise nicht die Super Minions, sondern wie heißen die denn eigentlich da? Ja, so heißen sie. Wo ist mein Clash of Clans? Wo ist mein Clash of Clans? Einen guten. Hallo Nick. Nick, hast ein Ticket gezogen? Perfekt, sehr schön. Solltet ihr in jedem Fall machen. Beta-Minion heißen. Okay, Beta-Minion im Englischen. Alles klar, zum ersten Mal gechattet. Der Thanos. Ja, Noobs und ich sehen übrigens zu, dass nicht jemand zweimal die Kiste gewinnen kann. Also wenn ihr schon bei Noobs gewonnen habt, das gucke ich mir gleich an, wir sprechen uns da ab, dann gewinnt ihr die Kiste nicht zweimal. Kann ich euch so sagen. Also wir sind jetzt auch nicht ganz auf den Kopf gefallen, ne? Aber Burak schon mal mit dem 3-Sterner hier unten, also die 100% hat er sich schon mal geholt. Die 100% kann man sich im Nachtdorf auch holen. Wenn man den Kampf einfach abbricht, dann habt ihr fast immer 100%. Das Problem ist, dass die zweite Stage gar nicht angegriffen wird. Deswegen brecht die Kämpfe nicht ab. Oder aber, wenn ihr natürlich erstmal am Poki sammeln seid, könnt ihr das machen. Ist noch so eine kleine Lücke, die Supercell sicherlich im Laufe der Zeit hier auch schließt. Aber eine 35er Kampfschrauber gegen eine Luftabwehr ist schon was anderes als eine 15er. Ich sehe das jetzt gerade. Und er schafft hier auf jeden Fall einen schönen Funnel. Allerdings entgegen der Tonne, aber die soll wahrscheinlich erstmal gegen einen Minion fliegen, bevor die dann überhaupt gegen die Ballons fliegt. Hat er ja ganz gut gemacht hier in der zweiten Stage. Am Ende wird sicherlich nochmal ziemlich knapp wegen der Tonne. Kann ich mir vorstellen. Oh, die kommt jetzt schon raus. Okay, oh, und die trifft richtig Masse da. Oh. Die trifft richtig Masse da. Der Kampfschrauber ist aber auch noch da, kann auch mal gezündet werden. Das sind nicht viele Heal Points, die der jetzt nochmal Intus hat, aber Leute, das sind nochmal 200% für die Creators hier.
damit sind die Devs eigentlich schon raus, ne? Damit sind die Devs eigentlich schon raus. 2x200, okay. Oder war das nicht 2x200? Doch, ne? Doch. Ich komme jetzt gerade so ein bisschen mit den Sternen durcheinander. Hi Mario, Mario auch ein Ticket gezogen. Nügen, kannst auch ein Ticket ziehen. Mit Ausrufezeichen Enter oder aber mit Ausrufezeichen Ticket. Beides funktioniert. Beides jetzt eben auch live im Stream getestet. Ja, ich schalte meine Kamera immer dann ein, wenn unten das Ergebnis kurz weggeht. So ist uns das aufgetragen worden. Und also so durften wir das schalten. Ja. Kann man sehen, wie man will, aber ich weiß jetzt, wie das tickt hier mit diesen Live-Geschichten hier. Wenn wir etwas kommentieren, was wir selber, sage ich mal, nicht wirklich live miterleben. Ich bin froh, dass ich das Bild überhaupt noch so hinbekommen habe, aber beim zweiten Mal ist man immer ein bisschen schlauer. Ganz klar, ihr seht 12-10 für die Kreatoren und jetzt wird schon wirklich, wirklich schwer. 13-12 könnte noch geholt werden, aber ich glaube nicht, dass Itzu sich mit einem 1-Stern hier zufrieden geben wird, weil der hat so viel geübt in den letzten beiden, 3-4 Tagen. Der hat ja nur Nachtdorf gespielt. Deswegen glaube ich nicht, dass er dort fehlen wird. Aber mal sehen, wie sich der Petri hier schlägt. Auch mit Bomber und 3 Päcker, 2 Kanonen gleich, okay. Das habe ich noch nicht probiert mit 2 Kanonen, weil diese Umschalterei zwischen den Kanonen, da tue ich mich noch ein bisschen schwer mit den Nummern sowieso. Ich meine, ich kann bis 6 zählen, ja, aber auch die 6 immer umschalten zum passenden Moment, da tue ich mich vielleicht ein bisschen schwer. Er holt sich aber schon mal die Meisterhütte hier und holt sich auch den Zerschmetterer, denke ich mal. Das sieht noch ganz gut aus, 2 Kanonen noch da und er behält seine ganze Armee. Die ganze Armee für die Second Stage. Das heißt, er hat jetzt gleich 8 Truppen auf dem Feld. Das ist big. Das habe ich noch nicht gesehen. Außer bei Itzu. Aber das ist wirklich fett. Jetzt nochmal 2 Truppen dazu. Und das Ding ist ja kleiner hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er hinten noch umbaut auf 7 und 8. Ob er sich sagt, okay, die 2 Luftabwehren da und eine da. Das ist viel zu einfach, weil gerade wenn du jetzt von der 9 Uhr Seite 2 Drachen reinschickst, die sofort ihre Fähigkeit auslösen, dann haben die fast schon die beiden Luftabwehren da gewonnen. Könnte ein bisschen problematischer werden mit dem Gigatesla, aber zweimal noch hinten zu wechseln. Ich bin mal gespannt, ob er noch wechselt auf eine Lufttruppe oder nicht. Nein, macht er nicht. Okay. Sobald die erste Truppe gesetzt ist, kannst du auch nicht mehr wechseln. Das solltet ihr mittlerweile auch wissen, aber der Entwickler hat hier den genauen Blick. Der Entwickler hat den genauen Blick, wo er was setzt. Hier guckt euch diese beiden Minenwerfer an, wie perfekt die hier gesetzt worden sind. Da brennt noch nichts an, aber ich denke mal, wenn die gleich vorfahren, dann gibt es ein bisschen Beschuss. Noch ist da ein bisschen was im Kreis. Okay, das muss man natürlich auch wissen. Noch ist da ein bisschen was im Kreis und er schießt nicht noch auf den... Er schießt jetzt nicht noch auf den Brutzler. Doch, er schießt auf den Brutzler. Die Kanone und der Zerschmetterer gehen auch noch unten down. Man muss nur die notwendige Muße haben, dass man mit der Zeit hinkommt. Okay, den Bomber opfert er hier. Päcker mit rein. Der Bomber wird fallen, weil die Päcker ziehen jetzt nicht die Aufmerksamkeit aus sich. Aber der Brutzler ist weg. Schön gemacht hier. Schöner Pfanne. Und au, einmal hat die Kanone noch geschossen. Okay. Er nimmt aber die Doppelkanone auch noch mit raus. Es sieht jetzt im Moment nicht so schick aus. Allerdings mit dem Fluggerät. Perfekt. 46 Sekunden. Das ist auf jeden Fall der Dreier auch für die Entwickler. Sie haben es sich verdient. Ja, ich weiß. Ja, also Itzu hat auf jeden Fall heftig. Hat auf jeden Fall heftig geübt. Aber trotzdem echt cool gemacht hier. Die 200%, also die Entwickler können es ja auch, ja. So ist es nicht. Hallo Hels, hallo Nathalie. Ich hoffe, ihr seid mit meinem Giveaway dabei. Ausrufezeichen Enter oder Ausrufezeichen Ticket. Nathalie ist noch nicht am Start, aber die anderen sehe ich hier. FCB, Friedrich, Thanos,
Nügen Hells. Macht ruhig mit hier, kostet nichts. Einfach eingeben in die Kommandozeile und dann seid ihr dabei, wenn es dabei oder darum geht, eine nette Supercell Merchbox zu gewinnen mit allen möglichen drin. Wie das Ganze abläuft, das telle ich euch dann, wenn wir den Gewinner ziehen. Nathalie ist auch am Start. Perfekt, so soll das sein. Aber ihr habt auch noch ein paar Minuten Zeit. Die Zeit läuft noch nicht runter, also ihr seht jetzt im Stream nicht, wann das Giveaway vorbei ist oder so, sondern wir beenden das und ziehen einen glücklichen Gewinner oder einen unglücklichen Gewinner. Vielleicht will man das Paket ja auch gar nicht haben, ne? Kann ja auch sein, dass man nicht so auf lustige Tierchen steht, auf Kopfkissen in Riesenformat oder was auch immer da drin ist. Ich kann aber auch mal nachher ein Foto einblenden und er steht 12:16. Itzu ist am Start. Okay. Itzu ist am Stissel. Ja, der hat geübt. Der hat geübt. Okay, er tauscht nochmal die Babydrachen gegen Babydrachen. Alles klar. Nein, er nimmt noch eine. Ein Minenwerfer mit. Okay. Ich kann mir auch schon vorstellen, wofür. Hinten für die Tonne vielleicht. Damit es am Ende reicht. Oder vorne für das Stück. Weil vorne ist erstmal nichts. Aber irgendwo wird er getrollt. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Irgendwo wird er getrollt. Von der Base von Darien. Okay, Darien hat aber eine nette Base. Die haben wir noch nicht gesehen, ne? Darien könnte auch als Bilder Nachtdorf 2.0 Bilder Creator durchgehen. Ich glaube, die haben wir noch nicht gesehen in der Form. Bin ich mal gespannt, ob er von seinen Babydrachen weicht er aber nicht ab. Wenn die gezündet werden und er muss Nummer 1 jetzt gleich schon zünden. Ja, jetzt. Aber er wird den Brutzler da nicht packen. Das wird dann doch ein bisschen hart. Okay, den Brutzler muss er stehen lassen, leider. Hat also die erste Truppe schon verloren. Da war der Petri eben schon ein bisschen besser, indem er alle Truppen noch im Feld hatte. Zeigt ihr zu ihren Nerven, nachdem er tagelang im Nachtdorf 2.0 so hart geübt hat. Und ich mir das auch angeguckt habe. Und ich die Babydrachen auch schon auf 20 habe. Ja. Wir gehen heute Abend auf die 5.000 und 500 und mehr Pokale, würde ich sagen. Also ich habe richtig Bock auf Livestreaming abends im Nachtdorf. Ja, ich mache auch meine Legendenangriffe. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Cowgirl, Chabal. Willkommen. Enter. Moinsen. Hallöchen. Ich sehe es nur so ein bisschen am Rande im Chat. Seht es mir nach. Das ist auch das erste Mal für mich, dass ich überhaupt so ein Format hier mache. Und deswegen hoffe ich immer, dass... Also ich will immer alles perfekt haben. Und manchmal geht es halt nicht. Manchmal geht es halt nicht, weil ich glaube, es sieht ganz gut aus. Und Itzu ist trotzdem gut dabei. Behält. Er hat den Riesen verloren. Okay, jetzt siehst du, jetzt weiß er nämlich nicht, was er mit Nummer 2 machen soll. Weil Nummer 2 ist noch im gefährdeten Bereich. Unter Umständen von dem Lava-Launcher. Oder er lässt ihn jetzt so stehen. Nein, er lässt ihn nicht stehen. Okay, wegen Timefail. Ich glaube nicht wirklich. Nein, der Lava-Launcher schießt auch noch einmal. Oh, Itzu. Hättest du stehen lassen können, Mensch. Hättest du stehen lassen können. Naja, okay. Er behält immerhin 4 Truppen. Hat jetzt 6 Truppen im Feld. Was ja auch erstmal nicht schlecht ist. Aber es wird auch nicht einfacher. Ja, wir haben eben gesehen, Petri hatte 8 Truppen dabei. Und das war mega. Also, schauen wir, was Itzu macht. 2 Sterne. Minimum. Mal sehen, ob 3 holt. Oh, die Hawks finde ich im Moment nicht so dolle. Die Hawks finde ich im Moment nicht so dolle. Bin heute Abend auch dabei. Endlich Feierabend und jetzt erstmal ein paar Wege erledigen. Mach mal rein in die Luzi. Das mache ich gleich auch nach dem Stream. Ich muss auch mal erstmal ein paar Wege erledigen. Aber ich habe fast den gesamten Vormittag. Bin heute Morgen schon um 7:30 aufgestanden, weil meine Pflegerin heute Happy Birthday hat. Und da wollte ich sie auf jeden Fall beschenken, bevor sie das erste Mal wegfährt. Und auch nett mit ihr schon mal einen Kaffee trinken. Und seitdem bin ich eigentlich dabei und habe das Ganze hier eingerichtet. Also rein in die Luzi. Hast du noch nicht mitgemacht? Ausrufezeichen Enter. Es gibt etwas zu gewinnen, eine Merchbox. Wenn ihr noch nicht dabei seid, Ausrufezeichen Enter, Ausrufezeichen Ticket. Und ihr seid an der Verlosung zumindest dabei. Ihr braucht das auch nur einmal machen. Zweimal bringt nichts. Es ist nur einmal gültig. Perfekt. So sieht's aus. Hast du auch von meinem Bot die Nachricht gekriegt? Ja, du hast ein Ticket gekauft. Das reicht. Ich muss das mal so ein bisschen
bisschen ummünzen, ja, so nach dem Motto, du bist beim Gewinnspiel dabei, könnte da ja auch stehen. Allerdings habe ich hier die Gewinnspiele über Stream Elements auch erst einmal oder zweimal gemacht. Die mache ich immer meistens zum Monatsende, wenn ich ein paar Goldpässe verballer hier in den Livestreams. Und aber mit Elements habe ich das noch nicht so häufig gemacht wie vorher mit dem anderen Bot. Aber auch sehr schön hier. Auch Ezo, glaube ich, weiß, dass außen keine Bomben sind. Oh, mit zwei Nachthexen. Oh. Damit hat er nicht geübt. Nicht mit zwei Night Witches. Oh, weh. Okay, aber Bombe ausgelöst, Falle ausgelöst. Oh, die dicke Bombe hat die erste Nachthexe da schon mal ganz schön angenagt. Und ich bin mal gespannt, 34 Sekunden, er hat die jetzt aber perfekt gezündet, die beiden, ne? Und damit ist auch Ezo hier mit 6 Sternen am Start. Alter Falter. Ja, der Junge hat geübt, ey. Scheiße. Mit allem. Ezo hat einfach mit allem geübt. Meine Herren. Celica 95 Enter. Ursrufzeichen, ja, sag mal alles. Sag mal alles Gute von deinem Lieblingsmod. Sehr gut, ja. Sehr gut. Schönen Stream noch bis heute Abend, yo. Also wer jetzt rausgeht, der gewinnt ja nicht, ne? Also ihr müsst dann schon eine 1 in den Chat schreiben, ob ihr da seid oder nicht, weil ich verlange ja noch was von euch. Das ist keine gute Sache. Das ist keine gute Sache. Der Streamer zwingt euch ja, bis zum Ende dabei zu bleiben. Das habt ihr nur noch nicht verstanden. Glaube ich zumindest. Aber sehr schön hier. Und es hat sich auf jeden Fall gezeigt, dass die Entwickler auch was drauf haben. Und ich glaube, es hat uns auf jeden Fall gezeigt, dass das Nachtdorf extremst süchtig macht, oder? Das Nachtdorf macht wirklich extrem süchtig. Selbst für mich hier. Und ich finde es eigentlich gut, dass sie so ein Event hier raushauen und so ein paar Kreatoren einladen. Ich weiß gar nicht, wo die sich jetzt getroffen haben. Keine Ahnung, ich muss Ezo mal fragen, was er denn unter einem Familienausflug eigentlich versteht. Ich fliege mal eben nach Helsinki, spiele drei Battles und fliege dann wieder zurück. Ich glaube mal eher nicht. Aber er ist in jedem Fall der Einzige, den ich habe extrem spielen sehen. Und ich glaube, auch die drei sind der Überzeugung, dass man auf jeden Fall aus dem Nachtdorf in der Form, wie es jetzt ist, viel, viel mehr machen kann. Vor allen Dingen, was so Sachen angeht, wie kleine Turnierchen oder ein Dings. Es gibt keinen Shop. Nein, du brauchst Ausrufezeichen Enter. Es gibt immer noch keinen Shop, wo man den kaufen kann. Ab und zu findet man auf eBay oder auf Kleinanzeigen etwas. Aber es gibt keinen Shop, wo man Merch kaufen kann. Ich weiß nicht, ob Supercell das noch jemals wieder einführt. Kann ich schlecht abschätzen. Das kann ich ganz, ganz schlecht abschätzen. Okay, ich könnte mir das Gelaber hier natürlich auch ein bisschen anhören. Selber. Aber selber höre ich das leider nicht wahr am Anfang. Am Zweifeln, aber es ist gar nicht so schlecht gemacht. Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Gibt es denn hier noch irgendwelche Bugs? Also außer vielleicht, dass die Lupe manchmal ein bisschen länger läuft. Ich lasse jetzt auch einfach laufen, Sparkling. Und habe ich aber nichts weiter gehört. Also bei mir stürzen die Spiele nicht ab, auch auf meinem letztverbleibenden Android-Handy nicht, wo ich ja auch noch einen Account drauf habe. Und deswegen glaube ich, dass auch so, ja, wie gesagt, ich lasse die Wolke einfach laufen, aber andere Sachen habe ich jetzt auch gar nicht mehr so im Supercell Discord im Bug-Report gelesen, was es da gibt.
Ist auch gar nicht mal so einfach, denn dort sind auch vielsprachige Streamer unterwegs und auch YouTuber unterwegs, sind nicht alle Streamer, um das auch immer jeweils in die verschiedenen Sprachen alles umzusetzen etc. ist sehr schwierig. Also die posten da in ihrer Landessprache teilweise, da verstehst du und siehst natürlich nichts. Es hat noch keiner gesagt, Leute, lass mal Englisch sprechen. Da kriegen, oh, das sind ja mal zwei nette Barbaren. Okay, das sind ja mal zwei nette Barbaren, würde ich sagen. Die sehen ja mal richtig schick aus. Und was gab es für die drei? Ist das gespendetes Geld? Ich hoffe, das ist gespendetes Geld, denke ich mal. Findet man denn einen? Wovon meinst du das? Wovon meinst du das? Okay, das Verliererteam kriegt jetzt auf jeden Fall auf den Sack. Wunderbar. Supercell hat sich selber reingelegt. Aber ich denke mal, schöne Stunde Stream hier. Und was ist das? Okay, guck mal, es gibt ein rhbasebuilding.com. Also auch dort kleiner Sponsoring. Auch nicht schlecht. Und ich denke mal, okay, 150.000 Dollar haben die dafür gekriegt. Das war nett, ne? Jetzt kriegen sie alle Lack hier, okay. Jetzt kann ich mal auf meine Laberszene umschalten, okay. Ach, das ist für die Community, okay. Jeder bekommt 150.000 Gems. Naja, mein Gott. Ist für die Community zum Verschenken, oder was? Die hätte ich aber auch gerne. Die hätte ich aber auch gerne. Ja, ich weiß, es waren Gems. Alles cool. Alles gut. Ich hatte mir extra diese Szene auch gebastelt hier, weil ich jetzt nicht wusste, schalten wir immer um oder schalten die immer um. Also so wie der Livestream hier lief, habe ich das noch nie gemacht, Leute. Und keiner wusste eigentlich, was auf uns zukommt. Wir hatten nur dieses Startbild. Wir hatten nur das, was dann kam. Dann kam plötzlich die Adresse. Oh, es ist eine YouTube-Adresse. Also wenn ich einen RTSC-Stream erwarte, dann erwarte ich so einen RSTM-Stream. Doppelpunkt, Doppelpunkt, Schrägstrich, Schrägstrich, eine IP-Adresse oder einen richtigen DNS-Namen. Und das fange ich auf in OBS, dass sie mir jetzt einfach den YouTube-Stream zur Verfügung gestellt haben. Das fand ich ein bisschen mau, muss ich sagen. Aber egal. Ja, man kann auf jeden Fall die Lupe laufen lassen. Leroy, wolltest du auch noch am Ding da teilnehmen da? Oder sollen wir löseln? Leroy hat noch ein Ticket gezogen, okay? Ja, ich bin heute Abend erst wieder für euch da. Ich muss jetzt auch mal den schönen Tag hier genießen. Aber ich denke mal, gar nicht mal schlecht, so ein Just-Chatting-Ding hier. Ohne Chat, ohne alles. Kann man mal so machen, oder? Ah ja, ihr hört mich nicht. Alles klar. Alles klar, ja, jetzt hört er mich. Wurde das schon geschlossen hier mit den Punkten? Ja.
Ergebnis wählen. Die Creators mit 99%. Alter Falter, okay. Ergebnis wählen. Die Creators haben gewonnen. Alles klar. Obwohl das knapp war. Obwohl es knapp war. Es war nur ein Dreier mehr. Okay, wir schließen die einmal ab. Dann habt ihr eure Punkte. Ja, ihr habt mich jetzt gerade nicht gehört. Ich weiß. Ich habe jetzt eben gesagt, dass ich dieses alles hier heute Morgen extra eingerichtet habe, inklusive Touch Portal. Touch Portal ist auch noch ausbaufähig für dieses Ding hier, denn ich kann von hier aus, wenn ich mal ein bisschen abhuste, mein Mikro gar nicht stumm stellen. Ton aus. Das ist auch ein Tagel. Okay. Für die Szene Live Main. Nox Toto. Okay, ach, Ton aus. Naja, alles klar. Alles klar, aber wir wollen mal auflösen, würde ich sagen. Cut and Duty. Danke für das Abo. Sehr nett. Kann ich das hier wohl einbauen, hier so in meine Just Chatting-Szene mal so ein bisschen? Mit dem Bilderholz finde ich eigentlich ganz schick. Okay, sieht ein bisschen aus wie ein Haufen Elend, aber naja. Danke, danke, danke. Cut and Duty. Vielen, vielen Dank. Danke, Volkmaschine, für die Verfolgung, Luis und weiter. Konnte heute nicht so ganz drauf eingehen. Aber dann lass mal auflösen hier. Ich mach mal das Giveaway. Ein Gewinner ziehen. Okay. Ein Gewinner ziehen. Wie bekommt ihr das? Ich muss noch mal gerade nachlesen, wie ihr diese Merchbox eigentlich bekommt. Die ich raushauen darf. Und zwar funktioniert das wie folgt. Giveaway has to be done during the stream. Also ich musste das Giveaway während des Streams verlosen, nicht vorher, nicht nachher. Winner has to be randomly picked. Das mache ich immer über meinen Bot hier. You need to collect the winner's contact info. Also ich brauche dann leider auch eure Kontaktinfo. You will need to be able to contact the gewinner after later opportunity to provide them with a merge code. Also, ich brauche eine gültige E-Mail-Adresse von euch. Wie ich euch dann natürlich rauspicke, weiß ich nicht. Aber ihr müsst mich anflüstern hier über Twitch. Und ich bekomme dann letztendlich den Merge Code und den schicke ich euch und ihr könnt ihn dann über eine Adresse einlösen. Wenn ihr die Adresse einlöst, dann müsst ihr eure Adresse dort angeben und ihr bekommt das Paket nicht von mir geschickt, sondern direkt von Supercell. So läuft es. Have fun. Steht hier noch so. Okay, ich ziehe mal Gewinner. Ein Gewinner ziehen. Muss ich euch das zeigen, wie ich da drücke? Nee, ne? Oder zeigen? Muss ich euch das zeigen, wie ich da drücke? Also ich presse jetzt ein Gewinner ziehen. Oh, der hat auch ganz schön lange gebraucht. Der hat aber ganz schön lange gebraucht gerade. Nüggen! Der Lauch. Nein, Nüggen ist natürlich kein Lauch. Das ist ja schon jahrelanger Mod. Der hat ja jetzt echt lange gebraucht, ne? Meine Herren, der war jetzt wirklich randomly. Glückwunsch. Ah, die Adresse von Nügen habe ich. Ja, jetzt hätte ich natürlich vorher schon mal in die Welt rausposaunen können. Hey Leute, es gibt was zu gewinnen, aber der Nügen hat gewonnen. Das Giveaway als geschlossen gekennzeichnet. Okay, also ich muss dem Mods aber trotzdem sagen, ich habe einen Gewinner. Ganz ordentlich ausgewählt hier. Und also das ist kein Hexenwerk hier, aber der hat jetzt wirklich lange gebraucht, um wirklich randomly hier einmal durchzumischen, um den Gewinner zu ziehen. Krass. Schon wieder Mod-Spiele. Ja, ob das jetzt ein Mod ist oder nicht, jeder kann halt mitmachen. Seid froh, dass ich nicht mache, nur für Abonnenten, weißt du, da machen hier nur drei Leute mit. Und dann ist gut. Was gab's zu gewinnen? Eine Merchbox. Antonio von Supercell. Es gab 16 Teilnehmer. Ja, ich meine, mein Gott, wenn die... Ich meine, sie haben ja geschrieben, dass sie eine Merchbox raushauen für jeden, der streamt. Und
wenn ich kann mir vorstellen, unter denen, die sich da gemeldet haben, da gab es jetzt vielleicht auch teilweise in den Streams nur 3-4 Leute, weißt du? Weil das sind auch klein, wirklich alles T2-Kreatoren. Und das ist jetzt kein Noobs, der jetzt eben so 70, 80, 90, 100 Zuschauer hat und das Ding raushaut und aber auch andere Voraussetzungen hat. Ja, bei mir musst du kein Follower sein, bei mir musst du kein Abonnent sein, du musst meinen Kanal nicht mögen, musst mich nicht angucken, sondern kannst einfach mitmachen. So, ein Raffel kann ich auch mitmachen. Okay, Nügen, dann setzen wir beide uns auseinander, ne? Sehr schön. Naja, ich bin mal gespannt. Ich gucke mir den Stream gleich mal an, wie das so geworden ist. Aber würde jetzt auch gerne was futtern. Vielleicht gewinne ich auch noch beim Raffel. Das ist vorbei, Lasse. Das Giveaway ist durch. Das kann ich als abgeschlossen kennzeichnen. Mark as complete. Okay, Giveaway abgeschlossen. Perfekt. Ja, aber es wird ja noch weitere Giveaways geben bei mir. Spätestens in der nächsten Woche, denke ich mal, hauen wir schon mal wieder ein paar Pässe raus für den nächsten Monat. Und also zumindest immer einen. Weil ich kaufe hier. Ich habe ja immer einen, kaufe zwei. Ah ne, ich habe immer zwei, kaufe zwei. Ne, ich habe immer einen, kaufe zwei, verbrauche zwei und habe einen zum Verschenken. So ist es. So ist es. Dann löscht die Nachricht auch. Nein, ich brauche sie nicht löschen. Ist alles gut, Lasse. Alles gut. Alles gut. Vielleicht stand das ja da oben noch angepinnt. Aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Jetzt habe ich gar keine Endszene, Leute. Team ist zu Ende. Habe ich gar nicht. Toll. Team ist zu Ende. Okay. Also, wir sehen uns heute Abend wieder. Ich hoffe, ihr seid mit am Start. Und dann machen wir hier ein bisschen weiter. Auch Nachtdorf-Action. Ich habe richtig Bock. Leider. Ich habe Bock. Ich habe hier echt keine Endeszene, oder? Toll. Ich habe wirklich keine Endeszene. Sollen wir eben eine basteln hier? Im Ende. Team. Ende. Name wird bereits verwendet. Ja, toll. Team. Live. Da wechselt er da gleich in die Szene rein, ne? Cool, ne? Das ist nicht schlecht, ne? Wollte ich eigentlich gar nicht. Da habe ich nicht mal Mucke. So, jetzt haben wir aber schon mal Musik drin. Das ist schon mal nicht schlecht. Mikro haben wir sowieso. Musik haben wir jetzt auch drin. Sehr schön. Machen wir ein Bild rein, ne? Machen wir ein Bildchen rein, würde ich sagen. Machen wir mal ein Bild rein. Ein Bild, 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 Bild. Ein Bild. Ende Bild. Ende Bild. Okay. Dann wähle ich das mal eben aus. Das Ende Bild für heute. Und das Ende Bild für heute könnte das sein? Ah ne, kann das nicht sein. Das ist das Ende. Das hört sich gut an, oder? Oh, das müssen wir erstmal eben skalieren hier. So sieht das besser aus. Und dann können wir hier noch was machen hier, was es eigentlich nicht mehr gibt. Text. Text.
So, den formatieren wir mal eben in einer für euch lesbaren Sprache, würde ich sagen, oder Schrift. Lass mal gerade gucken, was wir da so haben. Schriftart auswählen. Schriftart. So sieht das gut aus. Nur ein bisschen groß noch, ne? So. Ja, ein bisschen groß. Mal ein bisschen kleiner. So. Ach, so sieht das da toll aus. Guck mal einer an. Das sieht doch toll aus. Na perfekt. Schnell mal hingebastelt. Danke, ihr verbleibenden 16 Zuschauer. Der Stream ist zu Ende. Danke fürs Zuschauen. Endtext. Da machen wir mal noch einen Zeilenumbruch hin, würde ich sagen. Dann sieht das gut aus. Anti-Aliasing aktivieren. Okay. Schriftart wählen. Strikeout. Was ist ein Strikeout für ein Effekt? Danke, dass ihr mir noch dabei zuschaut, wie wir wie ich das hier so formatiere für mich. Die Punkte kann ich mir sparen hier. Perfekt. Lifehack hier mit dem Toti. Sehr schön. Jetzt sieht er aber die Spaces da. Nicht so schick aus. Achso, das ist vielleicht dieser komische Effekt, ne? Ja, ich arbeite da noch dran. Alles klar. Ciao.